Hallo und willkommen zurück zum Sneepern. Ich sehe es nicht. Ah, Mann. Ja, meine Zeit ist ausgelaufen. Ich bleib da mal hier stehen bis morgen. Okay, ich werde mich gleich wieder hier hin platzieren. Okay, das Skelett ist wieder da. Ja. Der Erfolg funktioniert wohl doch anders, als ich dachte. Joa, gut. Ich erweitere hier unten meine Höhle und habe eine Truhe gefunden, die ich erreichen kann. Oh mein. Das heilige Ton. Der heilige Ton. Nicht Ton. Das heilige Zuckerrohr. Wir sehen uns dann oben wieder. So. Jetzt ist er auch wieder da. Ich habe das Zuckerrohr hier hochgebracht. Willkommen zurück. Was zur Hölle ist das bitte für eine Leiter, die du gemacht hast? Treppe. Hier. Ja, von da aus habe ich den Bogenschützen abgeschossen. Das sieht ja sehr schön aus, was du da gemacht hast. So, nur deswegen ist es. Ja. Du hast ein Bett gebaut, dein Ach ja, Ernst? übrigens, wenn du da hochgehst und nach Nicht ja schlecht. links Das ist eine schaust, Kiste. Ach, das ist direkt bei der Kiste. Okay, dann ist es ja wenigstens doch noch irgendwo wenn du sinnvoll. hier vom Baum so runter, also Richtung Baum schaust, dann wirst du unten einen Polarbär sehen. Was? Wer? Ja, da unten in dem Loch. Kann ich sogar von hier aus sehen. Oh, ja, wie nett. Hier ist auch eine Auf Kiste, Papier. die ich geunlockt habe, dadurch, dass ich eine Chest hier hingestellt habe. Ja. Gehst du zu der anderen Kiste, die jetzt am Baum ist, bei den Kühen? Ich mache erstmal die Kiste, wo ich hier stehe. Ach, das ist ein Verzauberungsbuch. Ich wollte schon lesen. Ein Zauberbuch wollte ich lesen. Was meinst du, das noch eine? Meinst du die da? Ja. Nee, nee, die kommen hier dran. Die Was auf dem nicht? Berg. Ja, die auf dem Berg kommen hier dran. Ja, aber die hier bei den Kühen. Die auf dem Baum. Also ich Sieht so dachte, aus, als wäre sie hier weißt du, drin. als ich den Baum so gesehen habe, dachte ich, die hättest du eh schon gesehen, weil der Baum schon so zerfleddert aussah. Nö. Ich kann mich nicht erinnern, die jemals bemerkt zu haben. Aber den Baum hast du zerfleddert. Ja, nur von senkrecht unten Aber so ich ein habe hier paar schon mal Sachen. reingeschaut, da ist leider nur Eisen drin, also und Goldnuggets, das ist nicht wirklich mega das Wertvollste. Okay. Die wertvollsten Kisten sind unten, da habe ich Zuckerrohr gefunden. Wieso sind hier keine Bäume mehr? Brauchen wir kein Holz? Wo bist du denn? Ja, Auf der Alter, du Dirtplattform. bist den halben Tag hier oben. Du bist 90% der Zeit hier oben gewesen. Ich war fast immer oben. Und dann sagst du zu mir, warum haben wir keine Bäume mehr? Du bist ja der, die anpflanzt. Dennis, da oben waren ein Haufen Saplings gesetzt, als ich heute gegangen bin. Jetzt Was? ist da ein Bett und kein einziger Sapling mehr. Was ist aus der Baumfarm geworden? Ein Was? einziger Sapling ist noch Hier da. oben waren Setzlinge? Ja, da habe ich die Bäume gefarmt. Was denkst du, wofür das war? Nein, hier war gar nichts. Ich bin hier hochgekommen, habe mein Bett platziert, damit ich hier schlafen konnte, aber hier war nichts oben Aber drauf. ich dachte, du Also, weißt, dass da oben die Bäume gefarmt werden. da waren keine Setzlinge. Also, entweder sind sie irgendwie verschwunden oder du hast sie vorhin abgeholzt und dann nicht mehr neu gepflanzt, irgendwie so. Auf jeden Fall waren da keine Setzlinge oben.
Na gut, dass wir kein Holzproblem haben. Hättest du es auch erweitern dürfen. Die Plattform kann ruhig noch wachsen. Ja, keine Ahnung. Ich wollte so weit wie möglich vom Skelett weg. Deswegen bin ich ja in die Ecke gegangen. Ja, auch. Eier hast du als Essen einkategorisiert. Ja. Keine Ahnung, was machst du denn mit Eier? Ich esse die normalerweise. In Minecraft aber nicht. Ja, geht nicht zu verarbeiten. Na gut, was machen wir denn dann jetzt? Habe ich denn schon wieder Hammelfleisch her? War das da drin? Wahrscheinlich. Arme Schafe. Ja, aber was war deine Frage? Was wir jetzt am besten machen? Ja, einerseits haben wir das Zuckerrohr, was aber anscheinend nicht gerade schnell wächst. Nö, super langsam ist das. Dann gucken wir mal. Ich fütter schnell Viecher. Für die Lüge brauchen wir das Zuckerrohr. Warte mal, dir fehlt das Scharfschützen-Achievement noch, oder? Vermutlich. Ich schau nach. Ja. Was ist denn überhaupt? Ah, da. Sniper-Duell. Ja, fehlt mir, klar. Ich hoffe, dass es das ist. Ja. Ja. Dann müssen wir aber alles gleich haben, oder? Also mir fehlt die Lüge. Mir fehlt übermächtig. Das ist der Apfel. Mir fehlt der Verzauberungstisch. Alchemie. Und das Ende. Das sollten die einzigen sein, die dir fehlen, die jetzt quasi aktiv sind, sagen wir es so. Hallo? Ja, ich vermute, du hast recht. Ja, vermuten. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich habe 5 grüne Striche. Okay, gut. Ja, gut. Für die Lüge müssen wir aufs Zuckerrohr warten im Endeffekt. Übermächtig müssten wir halt suchen. Irgendwo muss er sein. Wer? Ja, übermächtig. Irgendwo muss er sein. Keine Ahnung, ob er powered oder so, wie auch immer das im Englischen heißt. Alchemie müssen wir halt wieder in den Nether gehen. Und für das Ende müssen wir auch in den Nether gehen, weil wir brauchen Blaze Powder. Weil Enderperlen haben wir, glaube ich, sogar genug, damit das realisiert werden könnte. Wir haben schon einige drin. Also könnte hinhauen sogar. Also ich weiß nicht. Was Plan? Ja, Nether ist doch das Einfachste. Nether willst du machen? Okay, aber dann ziehe ich mich mal Full Iron an. Haben wir so viel Eisen? Ich denke schon. Jetzt mache ich mir Full Leder. Hose, Schuhe. Hier der Rest. Wir haben auch noch 2 Schilde, weil die in Truhe waren. Soll ich mir eine Schild habe ich sogar noch. Schwert habe ich jetzt auch noch mal so. Soll ich mir noch ein Schwert machen? Na komm. Es ist halt immer so die Frage, was du bevorzugst, Angriffsgeschwindigkeit oder Schaden, weil die Dinge eigentlich stärker sind. Ja, okay. Wenn du mich anregnen willst mit den Dingern. Ja, ich habe einen Stack voll und ich will nicht mehr als ein volles Stack haben. Die tue ich auch mal weg. Gut, dann habe ich alle Ausrüstung, die ich brauche. Die Schalker-Schuhe lasse ich lieber weg. So viel Metallplatz werde ich definitiv nicht anhäufen da drinne. Okay, dann machen wir uns auf den Weg nach Vertania City. Oder sollen wir vielleicht noch Blöcke mitnehmen? Ich habe einen Stack Steine dabei und ein halbes Stack Holz. Ich habe auch mal einen Stack Kobbel genommen. Die Hölle.
möchte ein verzaubertes Schwert. Ja, das ist definitiv klar. Ich höre die schon schießen, Alter. Was ist los bei denen? Wann warst du zuletzt hier? Da war... Hast du mitbekommen, dass ich sie komplett zugebaut habe? Nein. Okay. Also, runter geht's hier. Ich weiß noch nicht. Ja. Ja, die Brücke erinnere ich mich, die habe ich gebaut. Okay. Es hat anscheinend nicht 100% funktioniert, wie ich es geplant habe, weil er einfach hier reingespawnt ist. Aua, da kommt ein Dingens, pass auf. Nein! Bist du verrückt? Das war ein Reflex. Er hat doch gesagt, da kommt ein Dingens, pass auf. Ja, ja, ich töte den zweiten auch, ist Augenzeuge, ja. Die anderen wissen es ja dann nicht, vermutlich. Oh! Ah, oh, das ist ein Mini! Möglicherweise wissen sie es doch! Ja, jeder weiß es, natürlich wissen die das. Deswegen. Naja, nach einer gewissen Reichweite nicht. Aber die kenne ich nicht. Und außerdem dachte ich, die wären alle unten. Okay, sie sind scheinbar. Blockiert nicht sauer. Diese Treppe nach unten. Wobei, die habe ich schon blockiert, also bist du sicher. Ich glaube auch, dass sie gar nicht sauer auf mich sind. Oh Gott sei Dank, kannst du mein Zeug holen? Das wäre echt geil. Das ist echt froh. Ja. Die mögen mich nicht. Oder gib mir ein Steinschwert, dann mache ich da alle platt. Weißt du, wie viele Goldnuggets das sind? Ja, wobei wir brauchen gar kein Gold. Okay, mehr, ne? Hau rein. Oh ja, sogar Eis? Geil. Hier oben sind auch welche. Dann, wenn jetzt noch einer mich von hinten runterschubst, dann bin ich am Ende. Ah, Goldschwert getroffen. Hallo, wollt ihr höher kommen, bitte? Ich komme nicht zu euch. Ah, ich habe auch Goldschwert. Hä? Kriegst du jetzt etwa auch welche? Ja, die sind ja hier oben drin. Na gut, sind in meiner Blaze Farm drin. Was soll ich da machen? Ja, hast du recht. Ich frage mich, wie viele von denen hier sind. Okay, erstmal. Stimmt, jetzt habe ich hier noch Karotten dabei. Egal. Das hört echt nicht auf. Aber irgendwann müssen sie ja am Ende sein. Oh nein. Glaubst du, die spawnen unendlich wegen irgendwelchen blöden. Was laberst Spawner? Du? Alle spawnen unendlich. Ja, aber generell, also ich habe es schon mal geschafft, im Vanilla-Minecraft-Bereich fertig zu säubern für eine Weile. Ja, das geht eine Weile nicht schon, aber es wäre nicht unmöglich, dass die auch einen Spawner hier haben. Genau, das ist möglicherweise ein Problem, das mich jetzt davon abhält, zu meinem Zeug zu kommen. Ah, ist das dein Ernst? Aber bist du ganz unten verreckt oder was? Nein, gleich um die Ecke links beim Balkon. Ja, dann aber geh doch siehst da. Du mal, wie das hier ausschaut? Ich komme da nicht hin, ohne zu sterben. Ja, sind 6 Pickel. Töte halt! Die werden ja irgendwann tut weg. Ja, aber es sind immer noch 6 Die Pickel werden im doch Weg. Irgendwann weggehen. Kann doch wohl nicht sein, dass du da 5 Stunden stehst. Ja, ich sag. Ja, du hast gerade selbst gesagt, es könnten unendlich sein. Ja, und nicht spawnen? Nicht, dass unendlich auf einen Schlag einer Stelle sind? Ich weiß nicht. Ich sag dir, wenn ich Level 30 bin. Ja, genau. So, sehen wir was Positives sehen. Level 5. Ich glaube, es werden weniger, oder? Nein, die sind nur wieder hinten stecken geblieben. Der nächste, bitte. Ich ernähre mich von Gammelfleisch. Ah, könnten wir das? Ja, Balkon ist auf der linken Seite, aber ja, ist egal. Pass auf, dass du sie nicht reinlässt. Kommt es dir so vor, als wird's weniger? Kommen immer welche nach. Vielleicht können wir irgendwie den Gang blockieren. Was ist bescheuert? Also witzig ja schon, aber trotzdem bescheuert. Ich will mein Zeug. Weißt, ich habe gedacht, oh, auf dem Balkon ist so ein Baby-Pigman. Oh, aber hüpfen von oben 20 Stück. Ich weiß nicht mal, wo zur Hölle die herkamen. Ich meine, oben ist ja eigentlich unser Portal. Oh, ich bin Gott. Übrigens halb tot. Wir können die hochschlagen, du solltest unbedingt essen.
wenn du halb tot bist. Ja, aber ich hab nichts zu essen. Nee, oh mein Gott, Mann, dass du nichts mitnimmst! Ja, ich bin gleich wieder runter. Ich bin noch unten gespawnt, direkt vom Portal. Achso. Das Eisenschwert ist schon halb hin. Ja, ich hab keine Ahnung. Ich hoffe, das hier ist das Heil mit. Wir haben, ey, ich mach danach Goldschwerter. Also, wir sind 15 Minuten im Video. Ich weiß aber jetzt nicht, wann es drauf ist. Na, höchstens 5. Ah, ich sehe hier XP, ich sehe aber keine Items hier. Ja, du musst ja auch noch nach links rüber. Nach links? Denn, ja, mach so lang, bis du plötzlich im Freien bist. Dann kannst du nach unten zum Balkon gucken. Und dann hüpfst du am besten runter und machst zu. Ich glaube, ich sehe den Balkon. Ich glaube, da kannst du jetzt sogar hinlaufen. In der Theorie. Das ist doch, oder? Ja, wie cool! Ich komme noch nicht mehr. Oh, scheiße, mach zu! Oh, fuck. Hinter dir ist ein Loch nach unten übrigens. Ja, das ist mir schon bewusst, dass da ein Loch war. Mir war es nicht bewusst. Okay, ich hole mir erstmal was zu essen. Und ein bisschen Steinausrüstung. Oh mein Gott, da habe ich mich gerade erschrocken. Alle mit ihrem Wegfindungsalgorithmus. Wo sie dann auf einmal da sind, so. Also bis dahin finden, voll automatisch. Ich kann die Items ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Hier ist ein fetter Haufen an Schweinen, aber ich sehe keine Items. Ja, keine Ahnung. Ich hab echt nicht. Ja. Du hast den Gegner geschlagen. Hättest du ihn nicht geschlagen, dann. Ja, und dann war ich auf einem leeren Balkon und hab nicht damit gerechnet, dass ich von Leuten überrannt werde. Du, das ist hier deren ihre Heimat. Natürlich gibt's hier massig von. Ja, aber es ist halt echt. Man, es ist einfach nicht mit Vanilla zu vergleichen. Das ist doch Vanilla! Nö, in Vanilla habe ich sowas noch nie gesehen. Ja, das ist auch relativ simpel, weil in Vanilla ist die Map halt kleiner. Dadurch ist die Map, also dadurch ist die Fläche auch viel größer. Also, die haben größere Fläche, auf der sie spawnen können. Es gibt in Vanilla, glaube ich, auch Monster spawnen auf dem Weg, ne? Meine Axt ist kaputt. Jetzt nochmal aus dem Weg, ich will sehen, was da unten überhaupt, da unten irgendwas liegt, außer Goldschwerter. Aber anscheinend nicht. Au! Oh mein Gott! Puncht er mich gleich, wenn ich einen Zentimeter vorgehe. Pack ich Essen in die Offhand, dann vergesse ich nicht zu essen. Ach du Scheiße. Da will ich nicht hin. Ich sehe Fackeln, also ist da auf jeden Fall noch was von mir. Ja, keine Ahnung. Ich kann nichts erkennen. Zu viele Pikmin. Ich kann es von hier jedenfalls nicht einsammeln. Kann ich die mal weggehen? Okay, er ist weggelaufen, der eine, der bei mir war. Keine Ahnung, ob du weglockst zu dir oder so. Ja, das könnte jetzt. Okay, ich habe eingesammelt, was eingesammelt werden konnte. Und es war eine einzelne Fackel. Also ich glaube, mein Zeug ist weg. So geht es auf jeden Fall sicher. Ist ein Goldschwert stärker als ein Steinschwert schon, oder? Ich glaube eigentlich nicht. Oh. Wie gemein. Ein halbes Deck Nuggets. Ja, da ist deine ganze Rüstung weg. Boah, das gibt's echt nicht. Ah! Er hat mich angezündet!
Irgendwer schießt hier. Irgendwer hat mich angezündet. Ich weiß nur nicht wer. Ich brauche ein neues Schwert, Alter. Ich kann dir ein Steinschwert geben, wenn ich das Goldschwert kaufe. Stein? Ja, okay, von mir aus. Oh, was hast du da eigentlich für ein Monster gebaut? Was meinst du? Dein komischer Gang da. Ja, ich muss auch nur mal sicher gehen, weißt du? Na, ist in Ordnung. Ja, ich glaube, ich gehe. Oh, da unten ist ein Enderman. Wollen wir den? Diese Pigmen sind echt übertrieben. Mensch, wie viel Blaze Powder kriege ich denn aus einer Minute? Zwei Stück? Zwei Stück. Ich weiß leider nicht, wie viel wir brauchen. Ich weiß, hab jetzt nicht im Kopf, wie viel Augen wir brauchen. Beim Meisterräder kriegst du viel. Ja, du mit deinem Mace-Wing. Oh, ich hatte gerade einen Snack. Hi. Wie genau funktioniert das? Kann man da einfach durchschlagen? Nein, kann man nicht. Man macht auf und schlägt. So funktioniert das. Ich sehe nichts. Ja, der ist da auch ganz hinten, den kannst du nicht. Mein Gott, du bist so genau. Der ist zu weit hinten. Keine Ahnung, wo die anderen alle sind, aber anscheinend überall. Oh, da fallen welche runter. Ehrlich gesagt würde ich das Feuer da immer ausschlagen. Ich glaube, dass das solche brennen kann. Mann, das macht ziemlich heftig Damage, so ein Schlag von denen. Ja, die machen ja auch Feuer. Okay, wollten wir zwei Sachen hier oder war Blaze Rods das einzige? Du kannst nach hinten schauen, aber sonst. Au! Was? Ich hab doch den Block gerade zugemacht. Wie kann ich ihn dann auf einmal zu brennen? Ich fühle mich hier etwas unbequem. Oh mein Gott, das sind ein Dutzend von denen. Ich habe gerade rausgeschaut. Was zur Hölle? Der schießen gerade konstant. Ich verstehe gar nicht warum. Die dürfen nämlich eigentlich gar nicht schießen, solange ich nicht sichtbar bin für die. Die tun es aber irgendwie trotzdem. Der Server laggt teilweise sogar. Die rasten die wirklich aus. Was für eine Obergrenze an Mobs gibt es denn bitte? Was laberst du? Es gibt keine Obergrenze. Oder. Wie viele Blanken Mobs hast du schon? Eine! Oh mein Gott. Okay. Aua! Geht's denn hier lang? Ich verstehe nicht, warum ich hier unten erwischt werde. Was soll denn der Scheiß? Der Typ ist hinter der Wand, wie soll der mich treffen? Weißt du mal, ich sehe den nicht mal, der kann mich erwischen. Das ist so komisch. Ah, du machst das gleiche wie ich, Witzbold. Da liegt ein Ort. Muss da mal kurz rein. Scheiße.
Ab ein Rot. Hä? Hast du gerade wen umgebracht? Ja, wieso? Ich hab doch hier auch noch. Ja, der ist gerade literally in mein Feuer gefallen, was hier steht. Also, du musst aufpassen, wo du die Tür ist. Das Goldschwert ist halt OP. Okay. Au! Wo? Also manchmal werde ich gehittet und ich habe keine Ahnung wo. So nirgends ist ein Gegner. Ich glaube, die können manchmal einfach auf Blöcke schießen, weil der Server laggt oder so. Also anders kann ich mir nicht erklären. Wieso ist mein Codierer jetzt schon wieder überlastet? Ich habe extra Java umgeändert, damit Java woanders ist. Auf anderen Prozessoren, auf Kernen, wie auch immer. Huch, also dein Loch ist sehr gefährlich, was du hier gebaut hast. Aua, ja, jetzt hat er mich auch erwischt. Jetzt mein Codierer die ganze Zeit überlastet. Versteht's nicht schon, was jetzt schon wieder los ist. Ja, hier ist Java und Java. Und wenn ich in mein komisches Prozessorprogramm gucke, oder auf aktive... Was? Prozess, da auf aktive Prozesse gehe? Hallo, geh... Oh, nein, aktive... Hallo? Hilfe. Oh, okay, es macht Sinn. Der Raum müsste kleiner sein. Was denn? Naja, die sind. Wenn der Raum kleiner wäre, dann könnten sie sich nicht so weit wegbewegen. Verschwinden. Aus der Reichweite begeben, eigentlich. Okay, versuch die einzubauen, ja? Bitte, viel Spaß dabei. Irgendwie merkst will ich nicht mehr. Dezent problematisch. Ja. Die können nicht durch Falltüren raus, gell? Ja, deswegen hast du es so gebaut, richtig. Ja, die sollen uns so quasi schützen. Oh, oh, jetzt war's das mit meinem Leben. Ja, noch ein Punkt und... Oh, ich lebe. Muss mich mal regenerieren. Huch, der ist direkt vor mich rausgeschossen. Um die Kurve, WTF. Das sollte gar nicht möglich sein. Ja, regenerieren, regenerieren. Bist du gerade? Ja, zu Hause. Da, wo ich überleben kann. Achso, du willst keine Blaze Rods mehr. Ich Doch, will ich schon! Ah, okay, dann mache ich weiter. Wenn ich kein Essen mehr habe, glaubst du, ich bleib dann da? Ich will nicht sterben. Das möchte ich um alle verhindern. So. Komplett. Ich pfeife mir jetzt rote Beete rein. Die treffen einen hier durch, dieses scheiß Teil manchmal. Ja, deswegen habe ich doch gerade eben vorher gesagt, ich glaube, der Server laggt ein bisschen und dann fliegen die durch. Also, dann. Mir ist zumindest aufgefallen, dass es so kurz alles stehen bleibt und dann hast du eine riesige Menge an Feuer. Also an die Dingern schießen. Also glaube ich, dass der Server laggt. Die sind einfach zu heftig. Ja, die Anzahl, kann man irgendwie die Anzahl begrenzen, serverseitig? Was? Nein! Sind zu viele. Minecraft hat kein Spawn-Limit. Der Mob-Spawner spawnt so viel er kann. Im Prinzip. Also, gut, er hat schon irgendwie eine Art Limit, aber das ist so auf einen Radius um ihn herum. Und umso weiter die weggehen, dann ist das Limit wieder weg. Verstehst du? Weil die alle wegfliegen. Übel. Blöd. Ich habe in Vanilla noch nie mehr als zwei gleichzeitig gesehen und hier spawnen 8. Bist du eigentlich... Dann hast du aber wohl auch noch nie einen Mob-Spawner von denen gesehen, weil der spawnt gerne mal 3 auf einmal. Ich habe einen Mob-Spawner in meiner 1.12er Welt. Ja, aber da spawnen nicht nur 2 auf einmal. Das kann doch ja, auch. Also, wir okay, sagen bis 2 bis 4 oder so. Ja, genau. Aber, und hier ist es so, wir töten die ja nicht. Verstehst du? Die spawnen ja quasi konstant. Ziemlich. Weil sie eben nicht wieder entsorgt werden. Dadurch werden das dann so viele. Ich dachte, wir hätten eine Bergmelonen. Ich will irgendwas essen, was wertlos ist. Ja, wir haben nicht mehr so viel, wie es ausschaut. Du hast auch gar keine Melonenfarm. Nee, Melonen sind total anstrengend. Deswegen habe ich damit gleich aufgehört. Ja, was soll ich denn dann sonst essen? Die sind so einfach so schlecht gespawnt, sage ich mal dazu. Was soll ich denn dann sonst essen? Gespawnt? Hm? Ja... Gönn dir halt irgendein anderes Gemüse. Und du kannst die Farm ja erweitern, wenn du wieder Melonen willst. Ach so, ich habe mein letztes Brot gegessen.
Ja, genau. Was hat mich denn jetzt geschlagen? Er hat mich unmöglich. Ich brenne nicht. Keine Ahnung. Hier ist nichts drin, was mir so vorkommt, jetzt hätten wir viel davon, weißt. Nichts, ein ganzes Set. Ja, es gibt von keinem viel. Ja, das ist aber schlecht. Das darf eigentlich so nicht sein. Einzige, wovon wir viel haben, ist Word und Flash, aber da müsste ich warten, bis mein Hunger ganz low ist, damit sich das auch lohnt. Ach so. Soll man es nicht möglichst hochhalten? Ah, okay, gut. Du hast mich gerade nicht verstanden, oder? Nee, ich habe 17 Rottenflash und nichts anderes mehr zu essen. Ja, Rottenflash gibt dir den Hunger-Debuff. Und der. Ja, ich weiß. Ja, genau. Also mach das. Wenn du mehrfach Rottenflash isst, der Hunger-Debuff, der stackt sich nicht. Das heißt also, wenn du von leer komplett voll isst, hast du quasi am meisten Nutzen daraus. Gut, aber ich kann nicht warten, bis meine Hungerleiste weg ist. Ich regeneriere mich ja jetzt nicht mehr weiter. Das kannst du dort nicht. Und ich würde dir auch nicht empfehlen, Rottenflash zu essen, sondern irgendwas Gescheites. Ich habe nichts mehr da und ich komme hier nicht weg, ohne zu sterben. Dann geh halt. Wo bist du bitte schon, wenn du in meinem Gang bist? Müsstest du eigentlich. Die schießen durch diese Holzdinger durch. Ja, dann geh halt wieder weg. Du kannst doch einfach runtergehen. Die schießen durch die Holzdinger durch, deswegen. Ich bin die auf der anderen Seite. So, davon. Die schießen da nicht immer durch. Die fliegen da vielleicht hin und wieder mal durch. Ich konnte auch die ganze Zeit ohne Probleme rumlaufen. Du kommst da durch. Ich habe irgendwie 1,5 Herzen verloren, aber ich brenne nicht. Erklär mir das. Pikmin ist da gespawnt bei denen. Wenn der hier runterkommt, ich gehe. Ja, geh raus. Ich habe 2 Blaze Rod, falls dir das was bringt. So, haben wir. Wir haben. Wo? Hä? Hä? Ach, da. 2 Glasflaschen. Wasser haben wir da drüben, oder? Das hast du hoffentlich nicht. Ne, das hier ist nicht so bedeckt. So, ich schmeiße jetzt einfach Spinnenauge rein, oder? Oder hast du ein anderes Rezept? Ich kenne mich da gar nicht aus. Okay, dann schmeiß ich Spinnenauge rein. Hi. Hi. Alchemie. Der hat sich nicht erweitert, oder? Nope. 24. Okay. Hä? Willst du mich verarschen? Was denn? Was ich denn? Ich hab grad Goldblöcke gemacht. Scheinbar hast du das schon erledigt. Was ist dein Problem? Worum geht's dir? Ja, ist schon in Ordnung. Ich kann ja wieder Barren draus machen. Was ist dein Problem? Sag mir, was los ist. Was ist dein Problem? Hallo? Rede mit mir. Ich habe gerade 3 Goldblöcke gemacht, um dieses Teil hier zu machen. Ja, und dann mach es doch. Ja, ich dachte, du hast es gerade schon gemacht, weil sie nicht mehr. Ich habe sie nicht sehen können. Und jetzt habe ich die Goldblöcke wieder weggemacht und jetzt sehe ich plötzlich die Säule wieder. Denk aber nach. Wie sollst du Blöcke da rein platzieren, wenn die Dinger da sind? Die verschwinden, wenn man die richtigen Blöcke in der Hand hat, damit man sie platzieren kann. Ja, das wusste ich jetzt nicht. Ja, denk aber nach. Anders geht's doch gar nicht. Lol, die wurden einfach zu Stein. Ja, danke. Okay, gut zu wissen, dass man ihn nicht zurückkriegt. Naja, nicht so schlimm. Oh, ist das der Notch-Apfel? Das ist der Notch-Apfel. Hier ist ein Goldschwert gegen Spinnen. Hallo, wo bist du hin? Achso, da. Weiß nicht, ich pack's mal in die Kiste. Keine Ahnung, ob wir damit was anfangen können. Goldschwert gegen Spinnen? Ja, genau. Also wir können jetzt den Notch-Apfel machen, aber das ist halt... Wäre halt verschwendet, wenn wir den jetzt einfach essen, oder? Vermutlich. Ich meine, der macht einen ziemlich stark. Naja, möchtest du in Nether mal so ein bisschen ausrasten und direkt in den Spawner reinrennen oder so? Das kann ich theoretisch probieren. Ansonsten, eigentlich wäre es am sinnvollsten, den für den Wizard zu benutzen. Die Frage ist nur, kommen wir so weit, eine Sache, ohne dass wir unsere Border jetzt weiter erweitern?
Wo ist denn der? Können wir das wieder abbauen? Hä? Wir bräuchten jetzt eigentlich. Warum ist der denn jetzt da? Okay. Was ist das überhaupt? Ja, das ist ein Schalke. Kann ich das? So schauen die aus? Ich kann das Monument ab. Kann die nicht abbauen. Okay, vielleicht liegt das dadurch daran, dass der Block quasi ersetzt wurde, dass das da bleibt. Ja gut. Bleibt's halt da. Schreck. Naja. Emeralds haben wir keine. Also haben wir nicht genug, oder? Ne, wir haben einen Emerald Block und 4 Emeralds. Naja, wir müssten die entweder ohne Glück abbauen, hoffen, dass es reicht. Das habe ich bislang auch gemacht. Bei den Diamanten möchte ich es halt nicht machen. Bei den Smaragden. Achso, du hast schon alles Smaragde abgebaut. Ziemlich. Deswegen hoffe ich, dass da noch welche sind. Also ein paar sind noch da. Alle komplett habe ich noch nicht abgebaut. Schutz. Aber auch nicht. Ja, wir finden hier Bücher, aber wir finden nicht das, was ich will. Ein Buch mit Glück. Das ist was, was ich finden will. Ah ja, stimmt, das wollte ich machen. Wo sind unsere Enderperlen? Da baue ich schon mal eine. Was? Zwei? Du hast zwei Lohnrouten? Oder waren die. Hier sind zwei Lohnrouten drin. Ich habe doch vorhin gesagt, ich habe zwei Lohnrouten. Oh mein Gott. Ich dachte mir schon, so wertvoll sind sie wohl nicht, oh mein wenn er Gott. Es überhaupt nicht kommentiert. Okay, vielleicht haben wir jetzt sogar genug. Okay, freut mich zu hören, dass ich doch nützlich bin, auch wenn ich meine komplette Eisenrüstung verloren habe. So, schauen wir mal. Ich habe nämlich nicht nachgezählt, wie viele da drinnen waren, wie viele wir brauchen. Aber 4 könnten vielleicht reichen. Wir könnten ja Kartoffeln einpflanzen, mein Gott. 4 reichen nicht. Scheiße, es fehlt genau um 1. 1, 2, 3, 4. Wir brauchen eine mehr. Wir sind so doof, wir hätten schon die ganze Zeit Kartoffeln machen sollen. Wir brauchen aber gar keinen Lohn mehr, wir brauchen nur eine Enderperle. Eine weitere Enderperle? Ja. Also entweder locken wir einen Enderman an und hoffen, dass wir den Lootglück haben, oder wir finden nochmal irgendwie... Also ich weiß, dass ich unten mal einen gesehen habe, ich habe umgebracht, hat leider nichts gedroppt. Ja, das ist blöd. Ich meine, ja, wir können weiter rundsuchen. Das wird definitiv noch Truhen geben, auf den verschiedensten Ebenen, kann ich mir vorstellen. Aber warte mal, wenn das soll ich mich hochteleportieren, ich tippe. Naja, wir haben ja jetzt doch einiges erreicht in letzter Zeit, also. Wir machen jetzt Bratkartoffeln als Hauptessquelle. Ich denke, die bringen am meisten, abgesehen von Fleisch. Okay, ja. Dann pflanzt viele davon an. Ich habe alle 3 angepflanzt, die wir haben. Ich baue währenddessen mal die Truhe hier oben ab. Kann ich die? Die kann ich noch nicht erreichen. Und hier haben wir keine andere, die wir schon erreichen könnten, oder? Nein. Nada niente. Okay, ich komme wieder zu dir. Hä? Hast du die Truhe offen gelassen? Ich weiß nicht, wieso. Ich war einfach offen, als ich gerade hier vorbeikam. War keine Absicht. Ja, ich nehme mal... okay, einen Ersatz. Dann Spitz. Ja, die kann ich noch nehmen. Das nehme ich mit. Stein brauche ich nicht. Sticks nehme ich mir aber. Ein paar. Okay. Essen brauche ich. Irgendwas zu futtern. Echt nicht viel Essen. Ich nehme das Rotten Flash. Ich gehe wieder runter. Haben wir wieder unten Spaß. Das spawnen jetzt hoffentlich gar keine Gegner mehr, die mich umbringen können. Dann kann ich da unten mal ein bisschen weiter graben. Keine Ahnung, ob du Lust auf Buddeln hast oder ob du lieber irgendwie exploren willst oder... Warum ist mein Codierer denn jetzt schon wieder überlastet? Ich mach doch gerade nicht mal was! Hier sollte jedenfalls eine Fackel hin.
Oh, Wird bald wieder besser darüber erklärt. habe ich jetzt gar nicht nachgedacht. Ich bin jetzt gleich im ersten Stockwerk ausgestiegen von der Leiter her. Wir gehen da jetzt komplett jede Höhle durch, weil das sicher Okay, viel erreichbar ja, das ist. kannst du tun, wenn du willst. Ja, das ist gerade mein Plan. Jo. Dann setze ich an den neuen Rändern Fackeln. Wird gefährlich langsam. Hier sind schon wieder drei Blöcke mehr, seit wir das letzte Mal an dieser Ecke waren. Was meinst du? Ach so, dass es quasi rausgegangen ist. Ja. Ja, das kann sein. Da kann vielleicht ein paar Truhen sein, die wir jetzt sogar erreichen können. Ich glaube, beim Lavapool waren welche. Die könnten wir jetzt vielleicht erreichen. Oh, hier sind Zombies. Oh, ja, dann leuchte aus. Moment, er hat jetzt irgendwie. Geh weg mit der Axt, hier mit den Steinen. Hier geht's richtig weit rein. Naja, das ist eine Kiste, die wir noch nicht erreichen können. Oh, Mini-Zombie, hallo! Knirps, hau ab! Ja, die Wie sind sagt James gefährlich. immer? Ich hasse Knirps. Was? Ja. Ja, gut. Mach tot. Ja, ist schon hin. Okay, gut. Ich höre schon wieder einen Zombie-Villager, das Geräusch erkenne ich Ich jetzt. höre die ganze Zeit Zombies. Ach, Villager-Variante? Nein, Villager höre ich nicht. Ich weiß Okay. aber, wo die wahrscheinlich sind. Sollten eigentlich alle außerhalb unseres Bereiches sein. Ansonsten wäre, glaube ich, schon längst einer runtergesprungen. Darf jetzt erstmal hier unten erweitern. Ah, ist wieder Lapis. Noch fünf Blöcke und wir kriegen hier eine Kiste frei. Okay. Fünf Blöcke, Alter, das sind aber dann noch ein Haufen Achievements. 10 Stöcke. Das ist totales Endgame-Material. Ja, so schaut so aus. Ich hoffe, mein vieles Graben hier wird irgendwann. Ja, wohl eigentlich. Ich habe Zuckerrohr gefunden. Es wurde schon belohnt. Ich würde gerne noch mehr finden. Ja, kann ich verstehen. Oh, wow. Unter mir sind ein Haufen Skelette, Spinnenzombies. Nächste Ebene wird also kein Spaß. Haben wir nicht mehr ausgeleuchtet. Also das Zuckerrohr hier ist noch 5-6 Blöcke entfernt. Das ist echt Wahnsinn. Kommst du schon an das Wasser ran? Die Wasserquelle, dafür bräuchten wir noch einen Block, würde ich sagen. Okay. Ja, außer ich kann sie durch die Mauer hindurch aufnehmen. Subban geht jedenfalls nicht. Nervt die dich so sehr? Nein, aber dann würde es ploppen und da könnte man es unter Umständen erreichen, aber weiß ich jetzt nicht. Ob das jetzt hier wirklich der Fall wäre, dass man rankäme. Ich auch nicht. Nächstes Stockwerk. Haben wir hier überhaupt viel? Hier ist nichts Gefährliches. Es ist eine Mordshöhle, zu der wir noch nicht runter können. Ich erkenne aber auch nichts Schönes hier. Kennst du denn was Hässliches? Nö, eigentlich auch nicht so richtig. Nicht überlegen, ob ich zu denen reinbuddel. Ein paar Viecher töte. Wo genau denn? Wenn du auf Spinnenjagd gehst, wir haben ein goldenes Nemesis der Gliederfüßerschwert. Nemesis der Gliederfüße. Ja, genau. Hilft auch gegen Silberfische, aber die spawnen, glaube ich, jetzt nicht mehr. Wir haben Okay. ja denn jetzt Spawner getötet.
Ja, all die Gliederfüßer. 3, 4. So. Hier habe ich alles erledigt. Gut. Arbeiten an der Border. Ja. Die Border. Warum gibt es in Minecraft nicht konstant Musik? Was ist denn dein Problem? Na, ich meine ja nur, dass nach einem Track immer erstmal eine halbe Stunde Pause ist. Ich habe eine Eisenquelle gefunden. Ich habe die Musik so leise eingestellt, ich glaube, ich habe die bislang gar nicht wahrgenommen. So, bei mir ist die so laut, dass ich sofort merke, wenn sie wieder anfängt. Ist dann richtig still, wirkt jetzt, wo sie wieder aufgeht. Keine Ahnung, ich bin nicht der Mega-Fan der Minecraft-Musik, zumindest nicht der Standard. Sie haben jetzt, glaube ich, noch ein paar mehr Tracks. Dennis, ich habe einen kompletten See gefunden. Oder hattest du den schon? Was ja, ein richtiger See. Ja, was sollte das jetzt bringen? So. Und, also ja, wirklich, falls uns... Also mehr Wasser geht quasi nicht. Dir ist schon nee, hier klar, waren wir das, nicht. Dir ist schon klar, unendliche Wasserquelle und so, also... Ist nicht so, als bräuchten wir Wasser. Brauchen wir einen Schwamm? Ist der wichtig? Ich glaube nicht. Ja, aber jedenfalls einen nassen Schwamm. Ah ja, dann kannst du trocknen, dann kannst du ihn mit dem anderen Schwamm zusammenpacken, den du mir vorhin gegeben hast. Ja. Ist eine Riesenhöhle. Gerade so außerhalb vom Gebiet. Diese Skelette machen ein Kiri. Kiri, Kiri, Kiri. Das ist ein Enderman. Und 3 Creeper. Okay. Ja. Wieso hat er aufgehört sich zu... Okay. Was meinst du? Er wollte sich doch nicht mehr sprengen. Ja, wenn du weit genug wegkommst, dann sprengt er sich nicht. Ich war im Wasser und musste gegen die Wasserkraft kämpfen. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, dass ich plötzlich weit genug wegkomme. Wenn du weit genug wegkommst, sprengt das sich nicht. Okay, jedenfalls könnte ich die jetzt bekämpfen. Ja, das klingt nach einer Möglichkeit, nach einer Option. Hallo Creeper, schau nicht so. Aber die schauen halt die gerne. Die verlieren mich gerade. Wenn ich den Enderman kriegen könnte. Enderman, schau doch hier. Oh, oh, oh nein, er macht Bumm. Also wenn er macht nicht Bumm. Hast du Holz dabei? Nicht, oder? Leider nein. Weil du könntest ein Boot craften und der Enderman dann da rein, dann greift er dich nicht mehr an. Okay, soweit komme ich nicht mit dem. Ich gehe jetzt auf Creeperfüße. Lass dich reinfern. Den Creeper seine Füße? Ja. Ich. Wieso ist mein Goldschwert eigentlich schon wieder so hin? Es ist aus Gold. Ich habe zum Glück noch ein Eisenschwert dabei. Gold hält leider in Minecraft nicht gerade lange. In Terraria gibt es keine Haltbarkeit. Das ist der Vorteil, den das Gold in Terraria hat. Ja. Sonst wäre es wahrscheinlich genauso schnell kaputt. Auch und kein Schwarzpulver, gell? Wisst ihr jetzt setz nicht da noch eine Fackel rein. Für was? Geh ich. Ich kann diesen Typen leider nicht anlocken. Und ich brauche jetzt wieder eine Steinspitzhacke, weil ich die Eisenhacke nicht benutzen möchte.
ich habe auch immer eine Steinspitzhacke dabei. So gehört sich's auch. So und nicht anders. Weil Eisen will niemand verschwenden. Ja, ich habe eine komplette Rüstung verschwendet. Ja, fast, ich hatte keinen Helm. Der Gegner ist literally an der Decke gespawnt. Was soll ich denn dagegen machen? Ich weiß auch nicht. Ich habe immerhin 9 Eisenerz. Heißt, ich kann jetzt wenigstens ein bisschen was davon grillen. Grillt man Eisen? Ja, denke schon. Bin mir darüber ja nicht ganz so sicher. Ob man Erze wirklich grillt. Weiß ich auch nicht so genau. Ich bin der Badwalker-Kunde. Oh, Dias. Oh, mehr Dias. Sehr cool. Die sind aber außerhalb der Border, die ich gerade gefunden habe. Das findest du wahrscheinlich weniger cool. Ja. Hilft dann nicht ganz so sehr zu begeben. Ja, man kann sie anschauen. Das war's dann aber. Kann man sie auch noch riechen. Riechst du denn die hier? Wir haben 3 Zuckerrohr. Ne, 5 sogar. Mach mehr. Ja, ich setze sie gerade alle hin. Die waren alle eins nach oben gewachsen. Ja, dann mach mehr. Habe ich gerade. Ich will ganz viel Zuckerrohr. Ich will dir die freudige Nachricht nur sagen. Ich will ganz viel Zuckerrohr. Ganz viel. Brauchen wir Bone Meal nochmal für irgendwas? Außer, also ich, die Frage ist, darf ich es verschwenden, um ein bisschen die Potato-Produktion zu beschleunigen? Ich bin mir nicht 100% sicher, ob wir es nicht vielleicht einen Farbstoff brauchen. Aber ich glaube, für Leim brauchen wir es, glaube ich. Aber sonst. Okay. Also lass einfach mal 3 Stück da, zur Sicherheit. Okay. Ja, ist schon ein bisschen mehr geworden hier. Okay. Dem. Ich höre eine Hexe. Wo ist denn die schon wieder? Wahrscheinlich alle auf Border. Sonst hoffe ich das nur.
Ja, das hätte ich jetzt wohl nicht gedacht. Aber ich will doch noch mal eine Werkbank brauchen hier. Achtest du auch auf die Partlänge? Kommt mir schon so vor, als wären wir ewig hier. 55. Oh, krass. Habe ich gar nicht mal so schlecht geschätzt. Wenn du meinst. Aber in der Theorie sind, glaube ich, trotzdem schon eine Minute ungenommen gewesen. Weil das ist doch immer noch der Part. Der erste. Bis Das ich die ist anderen echt, beiden Dinge ja. gemacht habe. Ja, kann sein. Ey, klingt so, als wenn die neben meinem Ohr ist einfach. Diese Hexe. Und einen Enderman habe ich auch. Hattest du jetzt überhaupt Luck? Nö, bin da nicht rangekommen in den. Ach so, okay, bist gar nicht rangekommen. Nee, da war ewig weit weg und drei Creeper dazwischen. Ah ja, die. Also, ja, ich hätte mich Okay. vielleicht hin können, weiß Ich habe noch einen Spawner gefunden. Was für eine. Ich kann es nicht erkennen, ich sehe ihn gerade nur von unten. Okay. Okay, warte, hier ist wieder die, ja. Hier in der Mitte ist aber keins. Draußen bei den Schweinen kommen wir an eine Kiste in Wir kommen an eine Kiste ran auf einmal. 2, 3, 4 Achievements noch. Ach so. Ich habe gerade nur gezählt. Jo. Ja, kann sein. Das kann wohl sein. Okay, ich habe wieder ein bisschen Dia ausgegraben. Leider keine neue Kiste. Wahrscheinlich werde ich wieder eins erst eine finden, wenn ich weiter oben anfange oder weitermache. Ich glaube fast, dass hier unten gar nichts ist. Was sehr, sehr schade ist, muss ich sagen, weil ich hier unten alles ausgegraben habe. Ja, echt schade. Keiner ist so gemein und hidet einfach auf Bedrock-Ebene irgendwo eine Truhe, anscheinend. Rechnet ja auch keiner damit, dass jemand so verrückt ist und danach sucht. Wenn, dann sollte es Schatzkarten geben und Tipps mit Koordinaten oder so. Und dann ist es ganz fies gebaut, sodass man erstmal außen so ein Bedrock-Labyrinth den richtigen Eingang graben muss. Ja, da müssten sie Das ist aber was richtig custom fies. bauen, das hier unten ist ein stinknormaler Standard-Bedrock-Layer im Endeffekt. Okay. Aber ich habe einen Haufen Spawner gefunden. Ich meine, das war es glaube ich auch schon wert. Ja. Lass sie nicht spawnen. Das im Nether war mir jetzt genug. Also ich habe sie ausgeleuchtet. Normalerweise spawnen keine. Ich höre zwar noch Gut. Gegner, also wahrscheinlich spawnen die noch so out of map. Aber hier drin sollte eigentlich nichts mehr spawnen. Ich meine, manchmal fällt ein Zombie irgendwie runter, weil der irgendwie in der Luft auf einmal spawnt. Aber ich vermute, das liegt noch daran, weil die Decke noch vorhanden ist und das spawnt da irgendwie an der Decke. Das sollte dann, glaube ich, nicht mehr passieren, wenn die Decke weg ist. Also, das passiert wirklich selten. Ich meine, wie lange meine ich jetzt Dann hier schon? sollte die Decke bitte weg sein. Du wirst ja wohl unmöglich bis nach ganz oben zur Luft aufgraben. Das meine ich doch gar nicht. Man denkt doch mal ein bisschen nach. Die Decke über einem Spawner ist nicht die Decke der Welt. Ja. Aber die Decke willst du entfernen. Ja, genau. Und dann bist du irgendwann am Ende der Welt. Bin ich irgendwann auf jeden Fall ein ganz schön Layer weiter oben.
Ich glaube, es gab sogar ein paar Kisten, die jetzt hinter unserer Wand sind. Müsste vielleicht mal durchschlutzen, durch die Wand, die ich da jetzt habe. Was war denn das gerade für ein Lag? Weiß ich auch nicht, aber interessant, dass du den auch hattest. Oh, okay. Dann hatten wir den wohl alle. Ja, sieht so aus. Auch die Zuschauer. Ja, definitiv. Wir können ja nicht anders als Zuschauer. Oh mein Gott. Oh shit. Das. Okay, Zombie! Zombie! Tötet die Skelette! Tötet die Skelette, Zombies! Ja, greift die Skelette an! Ist da gerade viel los? Ja, ich habe ein Loch, ich habe hochgegraben und hat dabei ein Loch geöffnet. Kam der ganze Berg runter. Da fallen da noch mehr runter. Hilfe. Da kommen immer mehr. Weiß nicht, was ich tun soll. Weiß ich auch nicht. Ich würde das Loch gerne schließen, aber solange neue runterkommen, kann ich es nicht. Aua! Der hat gerade an mein Schild vorbeigeschossen, der Sack. Ach Scheiße! Ich hasse Skelette! Ich hasse sie! Ich habe Setzlinge in meinem Inventar. Warum genau sind hier oben Setzlinge? Schmeiß sie dir hin. Weiß nicht genau. Sind halt von oben runtergefallen. Du, wir können die als Brennholz benutzen. Wir haben zu viele. Ich will sie auf jeden Fall nicht einsammeln, wenn ich gerade wieder meine Items holen will. Ach Scheiße, oh, ich hatte 20 Level. Oh. Ah, okay. Das ist ein bisschen, hatte ich auch nochmal so im Kopf. Ja, aber ich dachte auch, dass ich hier unten eigentlich sicher bin und dass es nicht passiert, dass ich irgendwo ein Loch aufgrabe und auf einmal ein Riesenberg Gegner oberfeucht. Ah. Dachte, das war schon soweit alles okay. Ja, das hat man davon, wenn man Low Food ist. So. Nimm dir ein paar Steaks mit, wenn du willst. Nein! Wären diese Höhlen nur immer derselbe Layer. Aber nein, die mussten so chaotisch gelayert sein, dass ich selber keine Ahnung habe, wie sie gelayert sind. Tja. Sage ich einfach, das ist die Decke? Ich meine, kann ich probieren, aber ich weiß es. Okay, ich baue einfach woanders ab. Wo mir noch keine Gegner auf den Kopf gefallen sind. Da werden wir dann hoffentlich auch keine auf den Kopf fallen. Ja, hoffen wir das Beste. Du wirkst immer so sarkastisch, warum tust du das? Nö, ich höre einfach nur nicht so genau hin und sage irgendwas. Vielleicht klingt es deswegen so teilnahmslos manchmal. Ja, vielleicht solltest du einfach mal hinhören. Wäre das eine Idee? Ja, grundsätzlich schon. Hast du irgendwo Dirt gesehen? Ich möchte Dirt abbauen. Wir sind jetzt bei 1:04. Du willst Dirt abbauen? Nein, hier unten war kein Dirt. Weiter gesehen. Also dann bewerten nicht vergessen und ciao. Tschüss.